Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag. Neue Woche, neues Glück, neuer Monat. 2.12.2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 742. Heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Displayland, Red, Fressbalken und Sparkassen. Ich beginne gleich mit einer App, die es euch ermöglicht, Dinge, die ihr vor euch habt, egal wie klein oder groß, also in Anführungsschlusszeichen, in 3D-Modellen umzurechnen. Wie das funktioniert, ihr müsst eine App installieren, die sich Displayland nennt, mit der ihr dann rundherum um das Objekt geht oder an der Wand entlang geht, wie auch immer, was es auch immer ist. Und umso mehr, als ihr das macht und umso fleißiger und langsamer und genauer ihr das abscannt, umso besser wird schlussendlich das Ergebnis. Es ist eindrücklich, was man damit so erreichen kann. An das Ganze, an die App ist quasi ein kleines Social Network gebunden. Das heißt, die Dinge, die ihr veröffentlicht, können andere liken und bewerten, wie man es halt so von anderen Netzwerken her kennt. Das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, um die Leute zu animieren, länger drauf zu bleiben und sich stetig zu verbessern. Die Daten werden logischerweise auf ihren Server hochgeladen und dienen natürlich unter anderem dazu da, ihr eigenes System, ihre AR-Cloud, die sie da intern aufbauen möchten, zu verbessern. Wer also damit leben kann und vielleicht mal das eine oder andere dreidimensionalisieren, gibt's das Wort überhaupt? Ich glaube nicht, möchte, der sollte sich den Dienst mal ein bisschen genauer anschauen. Apple spendet ja immer wieder Geld, wie es viele anderen Firmen auch tun, und mit ihren Red-Produkten, das sind die iPhones, die Watches und alle möglichen iPads, Gadgets, die so rumgehen, spenden sie ja jeweils einen gewissen Betrag an die AIDS-Forschung oder an die Red-Kampagne. Und aktuell auch, und deshalb, wenn ihr noch bei Apple einkaufen geht, bezahlt mit Apple Pay. Denn für jede Bezahlung über Apple Pay bis und mit heute, also dem zweiten, heute Montag, geht jeweils $1 an den globalen Fund. Apple hat auch noch rausgegeben, also Tim Cook hat rausgegeben, dass seit sie das Projekt unterstützen, insgesamt in den 13 Jahren 220 Millionen US-Dollar zusammengetragen haben und eben an die Organisation überwiesen haben. Toller Beitrag und ja, wer auf Rot steht, sollte da auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Geld in die Richtung werfen. Man kann das auch direkt tun, ohne dass man ein neues Apple-Gerät kaufen muss und kann natürlich auch sonst spenden. In der aktuellen Zeit, so kurz vor Weihnachten, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Die Autobahnraststätte bei uns in der Schweiz, die kurz vor Zürich liegt und so liebevoll von vielen einfach der Fressbalken genannt wird. Genau gesagt ist die Autobahnraststätte in Würnlos. Ja, die hat eine Neuerung. Da gibt's nämlich jetzt 14 Schnellladepunkte. In Richtung Bern sind es deren 7, in Richtung Zürich ein paar weniger. In Richtung Bern kann man bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung durchjagen. In Richtung Zürich sind es nur 115 Kilowatt, also ein bisschen weniger und eben auch weniger Stationen. Aber auf jeden Fall ein guter Weg und ein guter Schritt in dem Bereich. Wir hatten es ja in einer der Geek Talk News Folgen vor etwa eineinhalb Jahren, glaube ich, und auch hier in der Daily, dass eben das Autobahnnetz stetig ausgebaut wird mit solchen Ladestationen und das ist jetzt eine der ersten Punkte, die da eben ausgebaut wird. Seit diesem Wochenende kann man an den Stationen seinen Tank auffüllen, also den Akkutank. Gute Neuigkeiten für Sparkassenkunden in Deutschland, die auf Apple Pay gewartet haben. Noch dieses Jahr soll das ganze Jahr kommen und anscheinend ist jetzt so, dass der ein oder andere Kunde seine Karte hinterlegen kann, zwar noch nicht bestätigen kann, der letzte Abschnitt fehlt noch, aber man kann zumindest schon mal die Karte hinterlegen. Das zeigt doch oder könnte doch oder wird eventuell ein Hinweis sein, dass die Sparkasse mit Apple Pay jetzt doch starten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen in Richtung auch dem Entscheid, welches der Bundesrat in Deutschland gefällt hat, in Richtung der Offenlegung NFC zu tun hat. Wir werden es sehen und euch natürlich auf dem Laufenden halten, falls sich in dieser Woche dahingehend noch etwas tut.
Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten und tollen Start in den neuen Tag. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.